Art Deco in der Friedrich-Ebert-Halle in Hamburg-Harburg. Eltern und Freunde im Publikum. Nur akustische Instrumente auf der Bühne. MTV Unplugged mit Revolverheld. Ich glaub, es ist die Ruhe mit flackernden Lichtern. Schluckt Tage und Nächte in sich hinein. Gehetzte Gesichter in der drängelnden Masse. Jeder muss überall schnell sein. Also wenn man so 8 Wochen in so einem Proberaum sitzt, so, dann hat man einfach auch Bock, das mal zu zeigen, was man da geprobt hat. Man kennt das ja auch aus der Schule, wenn man für ein Referat gelernt hat, dann will man das jetzt auch endlich mal vortragen. Ja. Und so fühlen wir uns jetzt gerade nur so in ganz Referat. Ja. Lass uns hier raus, hinter Hamburg, Berlin oder Köln. Hört der Ring auf Straßen zu. Wir sind natürlich so seit unserer Jugend große Unplugged-Fans. Wir haben uns das oft gemeinsam damals auf VHS noch angeguckt. Ja. Und dass überhaupt MTV uns gefragt hat jetzt im letzten Jahr, ob wir mal einen Unplugged machen wollen, war natürlich ein großer Ritterschlag. Als erst 10. deutsche Band dann sozusagen in die Fußstapfen von Grönemeyer und Lindenberg treten zu dürfen, ist natürlich großartig. Und um das standesgemäß zu feiern, hat die Band jede Menge Freunde eingeladen. Wie zum Beispiel Marta Jandova, Frontsängerin der Punkband Die Happy. Musiker, die die Band über Jahre begleitet haben. Bist du einsam neben mir? Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Wir haben uns einige gute Freunde eingeladen. Das geht los mit Annette Louisanne, dann unseren alten Barkumpel Ray Garvey. Dann haben wir Mark Forster dabei, natürlich mein Jurykumpel von The Voice Kids, toller Sänger, genauso wie Johannes Oerding. Vor kurzem haben wir erst zusammen noch Fußball gespielt und dann hat man einen einfach so auf dem Schirm und haben die Jungs einfach gefragt, ob ich Zeit hätte. Na, wir sind ja beide Coaches bei The Voice Kids und sind erbitterte Gegner, aber das werden wir heute für einen Abend mal vergessen. Beim Konzert nur geladene Gäste, familiäre Atmosphäre. Wir haben unsere Kinder mit. Unser Sohn ist Fan der ersten Stunde. Sein erstes Konzert, kann jeden Text. Mal gucken, wie das wird. Wird bestimmt toll. Ja. Ich freue mich einfach auf einen schönen Abend. Ich glaube, das ist auch ein besonderer Rahmen, auch für die Jungs von Revolverheld. Und die nutzen diesen Rahmen, um aus dem Konzert ein intimes und auch für sie selbst besonderes Erlebnis zu machen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Echo Unplugged, Riesentour. Also uns geht's jetzt nicht darum, das jetzt alles noch zu toppen und immer noch einen draufzulegen oder so. Also es ist gerade alles so schön, wie es ist. Und wenn wir in 10 Jahren immer noch hier stehen und vielleicht wie die Fanta 4 in 10 Jahren nochmal einen Unplugged machen, dann ist alles richtig gelaufen.